Hallo und herzlich willkommen hier bei Optionsstrategien TV. Mein Name ist Jens Rabe und ich darf euch heute hier zu einer neuen Rubrik begrüßen. Und zwar heißt die Helpdesk-Frage. Warum Helpdesk-Frage? Ihr wisst ja, bei uns gibt es einen Börsendienst, Börsendienst Optionsstrategien, und der erscheint jeden Mittwoch. Da handeln wir drei verschiedene Konten, da werden Cash-Secured Puts gemacht, da werden Future-Optionen gehandelt, da gibt es ein ganz kleines Aufbaukonto, wo wir zeigen, wie man mit 5.000 Euro schon starten kann. Und viele unserer Abonnenten sind deswegen dabei, weil es donnerstags immer ein Live-Webinar gibt. Immer jeden Donnerstag von 17 bis 18 Uhr gibt es eben das sogenannte Helpdesk. Und in diesem Helpdesk besprechen wir nicht nur alle Trades, die da sind, zeigen alle unsere Positionen live, sondern wir beantworten da auch viele Fragen. Und die Fragen, die kommen per Mail, die kommen aber auch per Chat. Und jetzt ist es so, dass in diesen Fragen immer ganz viele dabei sind, die ich auch so spannend finde, dass wir sie auch hier mal mit auf YouTube machen könnten. Na klar, in so einem Helpdesk, was eine Stunde geht, was jede Woche ist, da kann man natürlich viel, viel mehr Fragen machen. Also wir machen bestimmt immer so 20, 30 Fragen jede Woche. Aber ich werde mir jetzt jede Woche eine Frage herausnehmen und die werde ich dann hier mit euch auf YouTube besprechen. Und zwar eine Frage, wo ich denke, ja, das ist vielleicht etwas, was sehr, sehr viele interessieren könnte. Und deswegen heute die erste Folge Helpdesk. Und in unserer heutigen ersten Folge hier der Helpdesk-Fragen geht es um das Thema Spreads. Ein Leser hat sinngemäß, oder ein Abonnent, der hat sinngemäß gefragt, warum wir denn keine Spreads handeln würden, sondern in der Regel immer nackte Optionen, und hat dann ein paar Punkte dazu aufgeklärt oder aufgezählt, warum es aus seiner Sicht besser wäre doch oder sinnvoller erscheint, Spreads zu handeln. So, und diese Frage fand ich so toll, weil sie gerade die Einsteiger immer wieder interessiert, und da möchte ich natürlich gleich zu Beginn sagen, es stimmt nicht, dass wir keine Spreads handeln, sondern wir handeln sehr wenige Spreads. Also das meiste, was wir machen, sind sogenannte Naked Options. Wir verkaufen Naked Options, das heißt Optionen ohne eine Absicherung. Jetzt wird der eine oder andere die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Wir wollen das aber mal ganz subjektiv machen. Und wie kann man was am besten subjektiv machen? Nein, wir wollen es nicht subjektiv machen. Objektiv wollen wir es machen. Objektiv, ne? Wie kann man das objektiv machen? Indem wir einfach mal sagen, okay, wir haben hier Spreads. Und wir sprechen jetzt ganz einfach mal die Vor- und Nachteile an. Weil mir persönlich ist aufgefallen in diesen Diskussionen, die es da immer wieder gibt, dass derjenige, der sagt, Spreads musst du handeln, der schaut sich immer nur diese Seite hier an. Dann gibt es die anderen, die sagen, du musst nackte Optionen handeln. Die zählen dann aber meist nur die Nachteile von Spreads auf. Ihr wisst aber, die Wahrheit liegt immer irgendwo dazwischen. Früher gab es mal diese coole Fernsehserie Akte X, da hieß es, die Wahrheit ist da draußen. Ne? Und letztendlich ist es so, das kann ich gleich vorwegnehmen, es gibt nicht die Wahrheit, dass man sagt, Spreads sind besser als nackte Optionen oder das ist besser als das, sondern, und ihr werdet das jetzt auch gleich sehen, wenn wir hier mal Vor- und Nachteile von Spreads besprechen, jeder muss für sich herausfinden, ob er Spreads handeln möchte oder nicht, und muss dabei eben diese Vor- und Nachteile auf seine persönliche Situation abwägen. Also was für den einen sehr sinnvoll sein kann, muss für den anderen überhaupt nicht sinnvoll sein. Lasst uns mal anfangen. Wir fangen mal an mit den positiven Seiten. Was ist das, was spricht absolut für Spreads? Und ein Argument, was immer wieder kommt und was man auch nicht rausreden und wegreden kann und auch gar nicht will, das ist natürlich, dass Spreads ein begrenztes Risiko haben. Okay, also das heißt hier, begrenztes Risiko, da man ja, wenn man einen Spread macht, das heißt, wenn man beispielsweise einen Put, ihr habt hier, ihr denkt, der Preis geht nach oben, ihr verkauft hier einen Put und jetzt kauft ihr hier unten drunter noch einen Put, dann wisst ihr, dass diese Differenz ja zwischen dem verkauften und dem gekauften Put, das ist euer maximales Risiko. Mehr kann nicht passieren. Und das ist ein Riesenvorteil, weil gegenüber einer nackten Option, eine nackte Option hat theoretisch unbegrenztes Risiko. Vor allen Dingen die Call-Seite. Ne? Weil theoretisch kann ja eine Aktie unendlich steigen. Wenn ihr einen Call darüber geschrieben habt, dann kann der unendlich ins Minus gehen. Stimmt zwar in der Realität dann auch nicht, aber theoretisch kann der unbegrenzt ins Risiko gehen. Hier bei einem Spread habt ihr ein begrenztes Risiko.
Und das ist etwas, was sehr, sehr vielen Leuten hilft, entspannt zu schlafen. Ne? Weil sie halt wissen, egal was morgen passiert, wenn morgen die Welt untergeht und ich habe Putz auf den S&P geschrieben und habe das Ganze mit einem Bull-Put-Spread gemacht, dann ist es egal. Ich weiß von vornherein, was ich maximal verlieren kann. Und das ist ganz klar ein Vorteil von Spreads. So, der zweite Punkt, der auch wieder für Spreads spricht, ist eigentlich die logische Konsequenz aus diesem begrenzten Risiko. Und zwar eine deutlich geringere Margin gegenüber nackten Optionen. Das heißt also, hier die Margin wird immer kleiner sein. Und das ist auch vollkommen klar, denn gerade bei nackten Optionen, da gibt es so ein bisschen Unterschiede zwischen Future und Aktienoptionen oder ETF-Optionen in der Margin-Berechnung. Aber grundsätzlich kann man sagen, wird natürlich bei dieser Margin immer von einem Worst-Case-Szenario ausgegangen. Und dieses Worst-Case-Szenario beispielsweise bei Aktienoptionen, da sagt der Broker immer so oder auch die Börsen, naja, was würde denn passieren, wenn es heute zu einer Bewegung käme, die zwei Standardabweichungen groß ist. Ne? Zwei Standardabweichungen groß, das umfasst 95% aller denkbaren Bewegungen. Da gibt es immer noch diesen kleinen schwarzen Schwan, die 5%, aber da hat man schon nahezu alles drin. So, und danach wird die Margin berechnet. Und das kann natürlich dann so sein, dass du beispielsweise sagst, okay, du verkaufst jetzt hier irgendwie eine Option, die kostet $100 und dann hast du eben 2.000-3.000 Dollar Margin darauf, ne? Bei einer nackten Option. Hast du jetzt einen Spread, der beispielsweise ein maximales Risiko von $500 für diesen Trade beinhaltet, also mehr kann nicht passieren, dann ist auch die Margin nur bei $500, weil warum soll die Börse, warum soll der Broker dir mehr in Rechnung stellen, als das maximale Risiko ist? Und das ist natürlich ein Riesenvorteil, deswegen hier geringere Margin. Und es gibt noch einen dritten Punkt, den ich bei Spreads für sehr, sehr interessant halte, und das ist ich nenne es mal einen weicher Faktor. Das ist jetzt kein harter Fakt, sondern ein weicher Faktor. Nämlich, stellt euch bitte folgende Situation vor. Ihr habt Positionen im Markt, und zwar ihr habt Spreads. Und dann passiert etwas Außergewöhnliches. Sowas, was wir immer mal wieder erleben. Ne? Also, ich nehme das Video heute am 11. September auf. Also ihr seht es einen Tag später, aber ich nehme es am 11. September auf. 9-11, ne, wenn sowas passiert, ihr hättet Putz im Markt gehabt. Wir brauchen uns nicht darüber unterhalten, ob das Sinn macht, an dem Tag Putz im Markt zu haben oder nicht. Aber stellt euch das vor. Und jetzt passiert an dem Tag irgendwas. Ne, oder wie es im Februar diesen Jahres war, wie es im August 2015 war, wie es beim Frankenschock 2010 war. Also ne, ich glaube, das war auch 2015. Also es gibt immer mal wieder Flash-Crash war 2010. Es gibt immer mal wieder Situationen, wo außergewöhnliche Dinge passieren. Und was passiert an diesen Tagen? Die Spreads gehen sehr, sehr weit auseinander. Ne? Das heißt also die Spreads zwischen Bid und Ask. Und da sind an dem Tag dann oftmals Optionen schwer zu handeln. Ne? Weil die Market Maker müssen irgendwas machen. Was machen sie? Sie nehmen die Vola hoch, sie nehmen die Spreads auseinander. So. Und hier hast du jetzt den Vorteil mit dem Spread. Meistens ist es nicht gut, an diesem Tag Positionen, die im Unterdruck sind, adjustieren zu müssen. Ne? Und mit dem Spread hast du jetzt einfach den Vorteil, dass du an dem Tag nicht machen musst, weil du weißt ja, hey, das maximale Risiko ist doch eh begrenzt und oftmals hilft es einfach, wenn man sagt, komm, ich warte einfach mal ein, zwei Tage ab, was dann passiert. In 99,5% der Fälle ist nämlich die Situation am nächsten oder übernächsten Tag besser, du hast engere Spreads, du kannst besser agieren und in dem kleinen Prozentsatz, wo es mal schlechter ist, naja, okay, du hast ein begrenztes Risiko. Das heißt, du kannst an so einem Tag mal entspannt sein. Ne? Während alle anderen, die zum Beispiel nackte Optionen haben, dringend etwas machen müssen, musst du nichts machen. Ne? Das heißt also, wenn du da ein Spread hast, kannst du dich zurücklehnen und gerade am Anfang, wenn man noch nicht so richtig weiß, wie soll man agieren, kann man sagen, okay, ich mache erstmal nichts, weil mir kann ja im Grunde nichts passieren. So, und deswegen, ich nenne das jetzt einfach, du bist frei in deinem Handeln. Ne? Du bist viel freier, du bist entspannter, auch wenn du mal einen Tag nicht da bist und die Welt geht unter, es kann ja nichts passieren. Deswegen, ich nenne das jetzt mal frei. Wie gesagt, ist jetzt ein Soft-Fact, kein harter wissenschaftlicher oder akademischer Fakt, aber im Trading ist sowas natürlich auch wahnsinnig wichtig. Okay, positive Sachen. Was sind jetzt die negativen Seiten? Weil die gibt es natürlich definitiv auch. Und zwar Nummer 1, dieses begrenzte Risiko. Da sagen viele, naja, wenn du eine nackte Option hast, dann kann die sich auch schon mal über Nacht verfünffachen oder verzehnfachen.
Und jawohl, das kann und wird passieren. Ist mir auch schon passiert, ne? Auch ich habe schon Optionen gehabt, die über Nacht plötzlich sich verzehnfacht haben. Und davor haben viele wahnsinnig Angst. Jetzt muss man aber eins ganz realistisch sehen. Wenn du einen Spread machst, ne? Also du machst hier, du hast ja dieses klassische Beispiel, du hast hier den Put geschrieben und unten drunter kaufst du einen, hier Plus und hier Minus. So, und jetzt nimmst du beispielsweise hier $50 ein. So, dann darfst du natürlich nicht glauben, dass das Risiko hier dann irgendwo bei $100 liegt, sondern ganz häufig liegt dieses Risiko bei 1 zu 10, manchmal 1 zu 20. Das heißt, es kann dir durchaus passieren, dass du sagst, ich nehme hier $50 ein und habe trotzdem $500 Risiko. Ja? Das heißt also, wenn so ein Trade gegen dich läuft, hast du trotzdem einen massiven Verlust im Depot. Du weißt, wie hoch der ist. Das ist das Schöne. Das weißt du von vornherein. Aber es ist noch lange nicht so, dass du sagst, hey, ich schreibe jetzt immer Putz, die $50 bringen und ich kann nie mehr als $50 verlieren. Das stimmt nicht. Und überleg dir mal, gerade wenn du ein kleines Konto hast, 5000er Konto, du schreibst immer Spreads mit $50 und jetzt rauscht er dir auch mal hier durch, ne? Dann kannst du trotzdem 10% Minus haben mit einem Trade in deinem Konto. Das ist vielen immer nicht so bewusst, aber das ist ganz klar ein Nachteil, dass also das Verhältnis, du hast ein begrenztes Risiko, aber die Prämie zu Risiko ist eben dann oftmals 1 zu 10 oder schlimmer. Optimal wäre es immer so, ich liebe das, wenn es 1,3, 1,4, 1,5 ist, aber da musst du relativ nah an den Preis rangehen, was auch wieder nicht für jeden was ist. So, nächster Punkt, was ist auch deutlich negativ, und zwar die Prämie. Ne? Die Prämie ist nämlich viel, viel kleiner als bei einem Naked Put oder Naked Call. Und das hat zur Folge, dass du natürlich für die, wenn du dieselbe Performance machen willst, deutlich mehr traden musst. Kommen wir gleich noch beim nächsten Punkt darauf. Dass dann auch wieder deine Margin nach oben geht. Oder aber, dass du oftmals sehr viel mehr Gewinner-Trades wieder haben musst, um einen Drawdown auszugleichen. Okay? Das heißt also, der Nachteil, den du mit Spreads hast, du beschränkst dich unheimlich auch in deinem Gewinnpotenzial. Das ist einfach ein Nachteil. Das muss jetzt nicht, ist nichts Negatives, ist einfach nur ein Nachteil von Spreads. Sie begrenzen dich in deinem Gewinnpotenzial. Und wenn du das ausgleichen willst, musst du im Grunde genommen wieder dein Risiko hochfahren. So, und jetzt kommt der letzte Punkt. Und der ergibt sich dann auch so ein bisschen daraus. Und das ist natürlich hier die Gebührenseite. Und da sage ich jetzt einfach, die ist definitiv mindestens mal 2. Das heißt, wer Spreads gegenüber nackten Optionen handelt, der hat mindestens das Doppelte an Gebühren. Warum sage ich mindestens? Naja, wenn noch so ein bisschen Rollen und so dazukommt, das will ich aber hier mal rauslassen, dann kann das auch deutlich mehr sein. Aber du hast ja, weil du ja eine Option verkaufst, eine kaufst, hast natürlich die doppelten Gebühren. Und gerade wer kleine Konten hat, da macht sich das dann schon bemerkbar. Ne? So, also weil du halt einfach mehr Gebühren zahlen musst. Es gäbe sogar noch einen vierten Punkt, den können wir eigentlich ruhig noch mit aufschreiben, der hier dagegen sprechen würde. Und zwar ist das der Zeitwert, weil der verfällt natürlich in einem Spread deutlich langsamer, weil du ja auch eine Long-Theta-Position hast. Theta, ne, das ist die Größe, die den Zeitwertverfall misst. Und weil du mit der gekauften so ein Long-Theta bist, verfällt das halt ein bisschen langsamer. Das heißt, es dauert auch länger, bis du im Ziel bist. Das kann man jetzt als Vor- oder Nach-, also als Vorteil ist es definitiv nicht. Es ist ein kleiner Nachteil, ist aber jetzt nicht dramatisch. Okay? So. Und wenn ihr jetzt diese Punkte seht, also Vorteile, begrenztes Risiko, geringere Margin und du bist viel freier im Kopf beim Handeln, weil du Sachen auch mal aussitzen kannst. Nachteile, Risiko ist eben sehr hoch. Das Verhältnis zwischen Prämie und Risiko ist oftmals sehr, sehr hoch. Die deutlich geringere Prämie, doppelte Gebühren und eben geringerer Zeitwertverfall. Da will ich jetzt gar nicht sagen, hier haben wir 4 und hier haben wir 3 und deswegen sind Spreads schlecht. Nein, du musst jetzt für dich einfach entscheiden, kann ich mit einem dieser Sachen leben? Also, du bist ein Einsteiger, du hast ein kleines Konto, dann werden wahrscheinlich diese Punkte hier für dich viel, viel relevanter sein, als wenn du jemand bist, der schon viele Jahre dabei ist, viel Erfahrung hat, das ein oder andere auch schon erlebt hat und vor allen Dingen auch ein größeres Konto hat. Weil derjenige hier,
der kann natürlich relativ entspannt sein. Ne? Also ich zum Beispiel handle ja sehr, sehr viel, weil ich auch große Konten habe. Für mich zählen die Gebühren durchaus. Das ist für mich ein wichtiger Punkt. Ne? Für mich ist auch ein wichtiger Punkt die Prämie. Und für mich ist auch ein wichtiger Punkt der Zeitwert. So, das heißt also, sind Spreads gut oder schlecht? Weder noch. Spreads sind das Richtige für Einsteiger, für Leute, die ihre ersten Erfahrungen sammeln müssen, für Leute mit kleineren Konten oder die vielleicht, und deswegen machen es auch Institutionelle so gerne, die ganz einfach auch gezwungen werden, risikoreduziert zu handeln. Ich mache da auch gerade meine Erfahrungen im Fondsmanagement, im Fondsadvisory, dass manchmal regulatorische Vorschriften es gar nicht ermöglichen, sogenannte nackte Optionen zu handeln, ne? Weil damit irgendwelchen komischen Risikomodellen gerechnet wird, die zwar völlig weltfremd sind, aber die nun mal vorgeschrieben sind. Und da muss man zwangsläufig manchmal Spreads handeln, wo ich als Privatmann, der da völlig frei ist, sage, da mache ich doch viel lieber Naked Options. Ne? So, das heißt also, entscheide dich jetzt mal für dich selbst, welcher dieser Punkte, vielleicht fallen dir auch noch ein paar mehr ein, das hat jetzt ja keinen Anspruch auf Vollständigkeit, aber wenn dir noch ein paar Punkte hier einfallen, dann entscheide einfach mal für dich, was ist der richtige Weg, was ist für dich der richtige Weg und dann setze das entsprechend in deinem Handeln konsequent um. Also nicht sagen, heute mache ich es mal so, heute mache ich es mal so, sondern entscheide dich für eine Sache, setze das dann richtig um und dann wirst du auch im Optionshandel oder bei jeder anderen Art von Trading, die du machst, erfolgreich werden. Ich hoffe, euch hat dieses kleine Video so ein bisschen mit geholfen. Und wenn ihr noch mehr lernen wollt über den Optionshandel, ne, wenn ihr noch mehr Unterstützung braucht, dann schaut euch mal den Börsendienst Optionsstrategien an. Link mache ich euch wie immer hier unten rein. Jeden Mittwoch kommt der Trade-Ideen, Markt der Woche, 3 live gehandelte Konten und eben am Donnerstag dieses Helpdesk. Und da gibt es ganz, ganz viele solcher Fragen, solche Erläuterungen und das ist wirklich etwas, wo wir aus unseren Rückmeldungen von den Kunden wissen, dass es extrem viel dazu beiträgt, die Lernkurve zu verkürzen und weit nach vorn zu bringen. Danke fürs Zuschauen, danke für eure Fragen. Wir sehen uns das nächste Mal. Schön, dass ihr dabei seid. Tschüss, Servus, macht's gut. Bye, bye.